Leckermäuler. Kochen und genießen mit Wolfgang Mäuler. Ich habe da mal die Zutaten zusammengestellt für unser heutiges Rezept, die Jägersoße. Für 2 bis 3 Portionen Jägersoße benötigen wir 80 Gramm Butter, 3 Schalotten, 400 Gramm Champignons, 2 Esslöffel Tomatenmark oder Ketchup, 2 Esslöffel Mehl, 250 ml trockenen Rotwein, 200 ml Sahne, etwas Sojasauce und etwas Sesamöl, 1 Bund frische Petersilie, 2 Teelöffel Rinderbrühe, Salz und Pfeffer. Zutaten haben wir nun alle zusammen und wir beginnen mit der Verarbeitung. Als erstes werde ich die Schalotten in kleine Würfel schneiden. So, die Butter habe ich nun in die Pfanne gegeben zum Erhitzen und gebe nun die gewürfelten Schalotten hinzu. Während die Schalotten jetzt angehen und etwas Farbe ziehen, werde ich dann die Champignons in Scheiben schneiden. So, diese Champignons habe ich jetzt in Scheiben geschnitten. Ich habe sie vorher nicht gewaschen, weil die ansonsten zu viel Wasser ziehen, und gebe sie jetzt zu den Schalotten in die Pfanne und lasse sie dort etwa 10 Minuten schmoren. So, die Champignons sind jetzt 10 Minuten in der Pfanne. Ich habe etwas Mehl dazu gegeben, damit sie eine bessere Konsistenz behalten. Ich gebe nun die frisch geschnittenen Kräuter dazu. Petersilie schmeckt am besten, wenn sie frisch geschnitten ist. Man kann natürlich auch tiefgefrorene oder getrocknete dazu verwenden. Das Ganze gieße ich nun mit dem Rotwein ab. Nun gebe ich etwas Sahne dazu und lasse das Ganze jetzt nochmal für weitere 10 Minuten schmoren. Am besten bei offener Pfanne, weil dann etwas. Während die ganze Soße jetzt etwa 5 Minuten kocht, habe ich noch etwas abgeschmeckt mit gekörnter Brühe, etwas Sojasauce. Und zum Schluss dann gebe ich noch ein paar Tropfen Sesamöl dazu, um das Ganze noch etwas zu verfeinern. Das war für die pikante Note. Natürlich habe ich auch etwas Tomatenmark hinzugegeben und wie man weiß, in jeder Soße, wo auch Tomate drin ist, gehört auch eine Prise Zucker rein, um das Ganze zu verfeinern und abzurunden. So, da ist sie fertig, unsere Soße. Sieht sehr lecker aus und ich kann versprechen, sie ist auch sehr lecker. Und es ist mit Sicherheit etwas mehr Aufwand, als ein Glas zu öffnen, aber ich verspreche, es lohnt sich. Die Soße ist nun servierbereit. Verwenden können wir sie für Frikadellen, Bratwurst oder auch, wie in unserem Fall, für Schnitzel. Lecker, lecker.